Hallo und herzlich willkommen alle miteinander zu unserem heutigen Klangabend des Europäischen Fachverbandes. Ich möchte ganz herzlich heute Abend Peter Gabis begrüßen, der den heutigen Abend gestalten wird zum Thema Achtsamkeit mit Klangschalen, Schulen, Vertiefen, wie auch immer. Peter, du wirst heute eine 30-minütige Körperwahrnehmungsübung anleiten. Und danach wird es Zeit für Fragen und Austausch geben mit dir. Ihr könnt also gerne in den Chat eure Fragen reinschreiben. Jetzt freue ich mich erstmal, dass du da bist, Peter. Und vielleicht magst du dich einfach noch mal kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, danke, Katrin. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, mein Name ist Peter Gabis. Ich bin von meinem Grundberuf Musiker und Klangmassagepraktiker, mache in Österreich die komplette Grundausbildung und Fortbildungsseminare und auch Fortbildungsseminare in Deutschland. Und ja, ich habe immer wieder bemerkt, dass so das zentrale Thema meines Wirkens, auch als Musiker, als Musikpädagoge, als Klangmassagepraktiker, als Seminarleiter, eigentlich immer das Thema Achtsamkeit ist. Und darum liegt mir das einfach so im Herzen. Und ich finde es so schön, einfach wie dieses Thema auch mit den Klängen einfach verbunden werden kann und vertieft werden kann. Und ja, da freue ich mich heute mit euch auf eine Erfahrungsreise, Entdeckungsreise zu gehen. Ja, prima. Sehr, sehr schön, dass du dabei sein kannst. Viele kennen dich ja schon vom Klangkongress, der ja dieses Jahr online stattgefunden hat. Da hast du ja auch einen Vortrag zum Thema gehalten und einen Workshop. Und genau, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute einfach einen Abend mit dir zu diesem Thema verbringen können. Und dann wünsche ich jetzt dir und uns allen einfach eine schöne, entspannte Zeit und übergebe dir jetzt den Raum. Dankeschön. Ja, was verstehen wir unter Achtsamkeit? Das Wahrnehmen im Hier und Jetzt, ganz einfach. Wir sind so schnell in unseren Autopilot-Modus, wir sind so schnell in unseren Interpretationen, in unseren Bewertungen von den Dingen. Und es ist manchmal auch ganz nützlich, aber auch manchmal ganz hinderlich, weil wir einfach nicht im Augenblick ankommen und vor allem, weil wir uns des Augenblicks gar nicht bewusst sind. Und das ist der Klang einfach ein wunderbares Mittel, um da einfach bewusster zu werden, bewusster einfach in den Moment, in den Augenblick zu kommen und anzukommen. Und dann möchte ich euch einfach so eine Achtsamkeits-, Körperwahrnehmungs-, überhaupt Wahrnehmungsübung angedeihen lassen oder euch vorstellen oder euch dazu einladen. Ja. Gut, und um da einfach mal uns ein bisschen einzustimmen, habe ich mir gedacht, möchte ich euch einfach mal so einen kurzen Klangraum, einfach mal so zum Ankommen schenken, einfach für euch, dass ihr mal einfach so in Ruhe ankommt, vielleicht den heutigen Tag noch einmal kurz Revue passieren lasst. Was hat mich heute bewegt? Was hat mich heute was hat mich beschäftigt? Was waren so meine Erfahrungen den ganzen Tag lang? Mal kurz so reflektieren. Einfach so, wie du jetzt da bist, den heutigen Tag noch einmal erleben. Und die Einladung ist jetzt ganz bewusst, diese Dinge einfach auch sein zu lassen und mit dem nächsten Atemzug unseren gemeinsamen Raum achtsam zu betreten. Den nächsten Atemzug hier ankommen.
spüren, wie du hier sitzt. Wie ist deine Unterlage? Wo berührst du den Boden? Wie gibst du dein Gewicht ab an die Erde? Welche Bereiche deines Körpers sind mit dem Boden verbunden? Und vielleicht magst du deine Position auch noch ein bisschen verändern, eine Position finden, die deine innere Ausrichtung für die nächsten 30 Minuten noch widerspiegelt. Aufrecht, mit der Intention, eine achtsame Zeit zu verbringen. Und jeder Klang bringt dich ein kleines Stückchen mehr ins Hier und Jetzt. Du kannst lauschen, den Schwingungen, den Schwebungen. Hier sein, und dich selbst spüren. Wenn Gedanken kommen, und es wird mit Sicherheit passieren, dann sei liebevoll mit dir und ja. Bedank dich bei den Gedanken und komm dann ganz achtsam und liebevoll wieder zurück in deinen Raum, deinen inneren Raum. Du kannst deinen Atem spüren. Atem, der uns immer wieder als Anker dient, als Anker, den wir immer mithaben. Ein paar tiefe Atemzüge nehmen, bewusst und spüren, wo der Körper hinatmet, wie sich der Körper bewegt. Und wie dich der Körper ganz von selbst mit Sauerstoff versorgt. Ein, eine Körperregion zu erforschen,
die diesem Klang auch gut entspricht. Ich lade dich ein, mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Wahrnehmung bewusst in deinen Bauchraum zu gehen. Vielleicht spürst du auch die Atembewegungen hier im Bauchraum. Dieser weiche Bereich, und die Einladung ist hier, allen Wahrnehmungen zu begegnen und allem, alles, was da jetzt auftaucht, alles, was bei dir jetzt hier Bauchraum einfach auftaucht an Empfindungen, alles einfach sein zu lassen, wie es ist. Du musst nichts verändern, musst nirgends hinkommen, musst nichts leisten, kannst einfach nur diesem Körperbereich, deinen Bauchraum lauschen und die Klänge unterstützen dich dabei. Sei neugierig, einfach mit einem Forschergeist achtsam diesen Bereich erforschen. Was begegnet dir hier? Vielleicht Kribbeln oder Wärme, Bewegung oder auch Kühle oder was auch immer da ist, so in deinem unteren Bauchraum. Lass es einfach so sein, wie es ist. Und sei bewusst dabei mit deiner Wahrnehmung. Dein Geist, dein Bewusstsein ist wie eine Antenne, die einfach nur empfängt. Klang hält dich mit, hält deine Wahrnehmung bei diesem Körperbereich und hilft dir, diesen Körperbereich noch tiefer zu erkunden. Wie spürt sich dieser Bereich an? Ist es weit oder ist es eng? Ist es weich oder ist es hart? Einfach nur spüren, was gerade ist. Was verändert sich nur durchs Wahrnehmen? In diesem Bereich. Was sind so die Qualitäten, die du mit diesem Körperbereich und auch mit diesem Klang in Verbindung bringst? Qualitäten
geerdet sein. Gelassen sein. Vertrauen. Welche dieser Qualitäten spricht dich am meisten an? In diesem Bereich Bauchraum mit dem Klang der tiefen Beckenschale. Gefunden hast für dich, die für diesen Raum, für diesen Körperraum steht und auch für diesen Klang steht, kannst du bei jedem Mal ausatmen, einfach diese Qualität innerlich sagen, zum Beispiel Ruhe, immer. Es kann auch eine ganz andere Seinsqualität sein, die du mit diesem Bereich hier verbindest. Kannst du dich langsam von diesem Körperbereich verabschieden? Und die Einladung ist jetzt, ein kleines Stückchen nach oben zu gehen in deinen Körper, in deinen Brustraum, Herzraum. Und auch hier hörst du wieder den passenden Klang, der dich auch mit diesem Raum verbindet. Magst, kannst du auch eine Hand hinlegen, einfach auf diesen Bereich spürbar machen, erfahrbar machen. Und auch hier gilt wieder die Einladung, dich ganz wertfrei diesem Bereich zu nähern, ganz wertfrei und offen diesen Körperbereich zu erkunden, deinen Brustraum, den Herzbereich und auch wieder spüren mit Unterstützung der Klänge, was dir hier begegnen mag, was sich hier zeigen mag. Wie ein Kind, ganz neugierig auf Entdeckungsreise gehen. Was spürst du hier? Es könnte Weite sein oder Enge. Ist es hell oder dunkel in diesem Bereich? Und lass es einfach so sein, wie es gerade ist. Nichts verändern, nichts reparieren.
nur bewusst spüren. Was dir hier begegnet. Du kannst auch spüren, wie dich die Klänge hier berühren und diesen Bereich auch so ein bisschen in Schwingung versetzen. Was nimmst du wahr? Wie weit geht's? Alles einfach so sein lassen. Wie es jetzt gerade ist. Was begegnet dir hier? Kannst du deinen Herzschlag spüren? Kannst du die Luft wahrnehmen, die in deine Lungen einströmt? Einfach ganz achtsam bei dem sein, was da gerade ist. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn du abschweifst in Gedanken, dann hol dich liebevoll wieder zurück zu deiner Körperwahrnehmung. Im Bereich deines Herzens. Welche Qualitäten verbindest du mit diesem Bereich und mit diesem Klang? Was ist es, dass dieser Bereich des Körpers in sich trägt? Es kann sein Freude. Sein Liebe, Wohlwollen, Freundlichkeit. Welche Qualität verbindest du mit diesem Körperbereich und mit diesem Klang? Vielleicht ist es auch eine ganz andere Qualität, die du damit verbindest. Und das ist in Ordnung. Und dann lade ich dich ein, bei jedem Mal ausatmen, diese Qualität im Stillen zu benennen, stillen zu sagen. Zum Beispiel Wohlwollen. Wohlwollen.
immer in dir lebendig ist, in diesem Bereich. Ja, dann lade ich dich ein, auch diesen Bereich deines Körpers wieder sein zu lassen und dich noch einem weiteren Bereich zuzuwenden. Deiner Nase, der Nasenöffnung. Spürst die Luft, wie sie ein- und ausströmt. Wie sie kühl in dich hineinströmt und warm deinen Körper wieder verlässt. Diese Verbindung von innen und außen. Spür nach, was dir hier begegnet. Deinem Forschergeist. Einfach nur wahrnehmen, was jetzt gerade hier ist. Bereich deiner Nasenöffnung. Einfach mit allem Sein, was hier auftaucht, was sich hier zeigt. Atemzug für Atemzug, immer wieder, einfach nur spüren und da sein. Der Klang hält dich hier, deine Aufmerksamkeit. Hier kannst du wieder nachspüren, welche Qualität dieser Bereich hier für dich hat, dieser Kopfbereich, die Atmung. Vielleicht ist es Klarheit. Vielleicht ist es Stille. Welche Qualität verbindest du mit diesem Körperbereich und mit dieser Erfahrung, durch deine Nase zu atmen? Und auch hier kannst du wieder wie vorhin auch diese Qualität beim Ausatmen einfach für dich benennen, was immer du mit diesem Bereich verbindest. Zum Beispiel
Klarheit. 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 Zum Abschluss atme noch einmal durch alle drei Bereiche und werde dir noch einmal der Qualität dieses Bereichs bewusst. Dein Bauchraum, der Brustraum und deine Nasenöffnung. Und vielleicht gelingt es dir, diese Bereiche miteinander zu verbinden. Diesem aufsteigenden Klangraum, du kannst spüren, wie diese Qualitäten jede für sich einzeln da ist, aber auch in Verbindung Teil eines großen Ganzen ist. So wie jeder Körperbereich Teil deines ganzen Körpers ist. Spür deinen Atem. Spür deinen Körper, wie du hier sitzt oder liegst. Du kannst wieder loslassen von diesen Begriffen, Qualitäten, Stimmungsfarben. Ich lade dich ein, noch ein paar Augenblicke Stille und innere Ruhe und Gelassenheit zu genießen. Ja, mit dem hellen Klang
Vielleicht deinen Körper beginnen zu bewegen, deine Zehen bewegen, deine Finger bewegen. Vielleicht dem Körper diese Bewegungen machen lassen, die er jetzt gerade machen möchte. Vielleicht magst du dich dehnen, recken, strecken, was immer gerade da auftaucht. Einfach bewusst wahrnehmen, was dein Körper gerade braucht, um wieder gut hier in dem Raum, in dem du bist, anzukommen und auch in unserem gemeinsamen virtuellen Raum wieder anzukommen. Mit deiner Wahrnehmung wieder mehr nach außen gehst. Und wenn du wieder gut angekommen bist, vielleicht magst du diese drei Qualitäten, die du in dieser Reise gespürt hast, einmal in den Chat schreiben. Also diese Qualität ein bisschen teilen können, was da für dich präsent war, was da für dich lebendig war. Im Bauchraum, im Herzraum, im Nasenraum. Ich lese Ruhe und Weite. Erdung, Leben, Frische. Frische Kühle, Ruhe, Frieden, Zuversicht, Verbindung, Liebe, Klarheit. Vertrauen, Freude, Klarheit. Urvertrauen, Liebe, Leichtigkeit, Tiefe, Weite, Klarheit. Ja, Verbundenheit. Im Nasenraum einfach atmen, durchatmen. Getragen, geliebt. Wandel und Veränderung. Ja, schön. Das sind lauter Qualitäten, die ihr in euch tragt, die in euch präsent sind, die in euch vorhanden sind. Und es ist immer wieder schön, einerseits über den Körper und andererseits über die Klänge, auch diese Qualitäten zu spüren. Ja, Gelassenheit im Brustraum, Weite und im Nasenbereich, Fluss und Verbindung. Schön. Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, diese zu sehen, wie ihr diese Qualitäten auch spüren konntet und ja auch kultivieren konntet. Schön. Ja. Hallo Heike. Ja, schön, wenn man dann im Chat irgendwelche bekannten Menschen sieht. Ja, die Einladung ist auch noch, wenn jemand Mitteilungen hat oder eine Frage hat oder so. Im Chat diese Fragen noch zu formulieren. Ich bin gern noch da für euch. Sehr gerne. Es ist einfach so schön, Peter Hess sagt das ja auch immer wieder, die Zeit des Tages, in der wir ganz bei uns selbst sind, ist die wertvollste Zeit. Und vielen Dank, dass du die uns gerade so schön geschenkt und begleitet hast. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. Ich habe da eine Frage im Chat, Peter. Welche Schale hast du für den Kopf-Nasenbereich angeschlägelt? Es war eine kleine Herzschale. Was ihr heute gehört habt, war mein allererstes Peter Hess Klangschalen-Set, das ich damals gekauft habe, wie ich meine Ausbildung gemacht habe, vor vielen, 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 vielen Jahren. Ich wollte gerade fragen, wie lange ist das her? Weißt du es? Ja, ich habe, glaube ich, es war, ich habe die Ausbildung begonnen 2002. Ja, Ja, Wahnsinn. das sind bald 20 Jahre, Ja. wo mich die Klänge begleiten. Sehr schön. Und auch, dass du immer noch das erste Klangschallenset spielst, sozusagen, und Ja, dich begleitet. das
wird mich mein ganzes Leben begleiten. Ja, schön. Schön. Welches Mikrofon verwendest du für die Klangschalen? Ist hier noch eine Frage. Ja, ich hab da sehr hochwertige Mikrofone. Ich habe da also zwei Schöps und zwei Neumann KM184. Das sind Studiomikrofone, sehr professionelle Studiomikrofone. Ist jetzt aber nicht unbedingt notwendig in dieser Preisklasse, weil das sind ja, einfach sehr, sehr teure Instrumente, sehr, sehr teure Mikrofone. Und ja. Du bist einfach Profi, ne? Also Ja, wirklich Profi-Musiker und das ist ja. auch Material, das ich bei mir habe. Das habe ich mir nicht jetzt speziell für diese Arbeit angeschafft. Ja. Das wäre auch nicht notwendig. Aber ich habe diese Mikrofone hier. Teilweise sind sie auch nur geliehen. Aber ich habe einfach diese Instrumente und das Equipment und, ja, und weiß es auch zu nützen. Und da bin ich sehr froh darüber. Ja. Da gibt es so diese 80-20-Regelung. Ja, also Genau. so 80% der Qualität können mit 20% des Preises sozusagen bewerkstelligt werden. Aber wenn ich die letzten 20% auch noch haben will, muss ich 80% mehr Preis dafür Ja. bezahlen. Das ist einfach in der Studiotechnik einfach ja, gang und gäbe. Aber Jetzt kam ja. noch die Frage von den Schlegeln, ob die Ja. mit Leder oder mit Filz ummantelt waren. Nein, ich habe mit diesem Klangschallenreiber, das sind Klangschallenreiber vom Olli Hess. Ja. Also ich habe den ursprünglich, habe ich so einen Reiber mit dem Michael Konrad damals entwickelt. Und der Olli Hess hat jetzt diesen Reiber auch im Programm, ist mit einem Alukern drinnen. Und der ist für mich gerade wenn es mir um den Klang geht und wenig um die Vibration geht, ist das für mich einfach, also für Klangmeditationen in dem Sinn. Ich kriege da so ein bisschen sage ich jetzt einmal, einen glockigeren Klang, ja, Ja. mit sehr viel, also sehr ein ausgewogenes Klangspektrum, ja, also wo es nicht nur um die tiefen Töne und um die Schwingungen geht, sondern wo das ganze Spektrum der Klangschale einfach sehr, sehr gut zum Ausdruck kommt. Also den liebe ich sehr, diesen Reiber. Und ja, auch da, wenn diese Arbeit einfach, sage ich mal, mehr interessiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Termin, im Herbst gibt es einen Termin, das ist Gong und Klangschalen für Konzert- und meditative Klangräume. Da erzähle ich euch dann die ganzen Tricks, Tipps und Tricks von mir, wie ich mit einfach so in meditativen Klangräumen und Konzerten einfach auch gern arbeite. Ja. Genau, schaut da gern auf die Webseite vom Peter Hess Institut, da ist das Seminar ausgeschrieben. Ja, ist auch, finde ich, einfach interessant. Also vorhin habe ich mir so aufgeschrieben bei deiner Übung, dieses Sein, wie es ist. Ne? Also dass Achtsamkeit wirklich auch nochmal anders ist als Entspannung. Das war ja auch beim Klangkongress mal Thema, dass es eben dabei nicht dann immer darum geht, bin ich entspannt, fühlt sich alles wohlig an, sondern einfach wahrzunehmen, was ist. Also das finde ich, ja, ist einfach ganz, ganz wertvoll. Und auch wenn ich mehr Unruhe spüre im Körper, es ist in Ja, Ordnung. Ich kann einfach mit dieser genau. Unruhe sein. Ich muss sie nicht wegpinseln. Ja, genau. Und ich kann einfach damit sein und spüre es und nehme es einfach wahr. In dem Moment, gehe ich nicht sofort dem ersten Impuls nach, diese Unruhe irgendwie auszuagieren. Ja. Ja. Und es war für mich so ein bisschen diese Idee, auch von dieser Übung einfach so, auch diese Qualitäten, die einfach gerade da sind, die für jeden ja unterschiedlich waren, einfach zu spüren. Ja. Und einfach mit dem zu sein, was gerade ist. Das ist eine Übung übrigens, die ich vom Ulrich Ott mir ausgeborgt habe und mit Klang dann noch sozusagen versehen habe. Ulrich Ott ist einer meiner Lehrer und ein sehr interessantes Buch geschrieben, Achtsamkeit für Skeptiker. Also es ist irgendwie ja, sehr, sehr wissenschaftlich, aber unglaublich klar geschrieben. Ja. Was ich eben so gut finde an dieser Haltung, sein wie es ist, ist auch gegenüber unseren Klienten, die zur Klangmassage kommen, weil das gibt ja unglaublich viel Entlastung, sage ich mal, wenn man wirklich das mit einbindet und mit einbezieht und sagt, es ist okay, wenn du unruhig bist, es ist okay, wenn du rumruschelst, wenn du Genau.
Gedanken hast, also das, weil dann fühlt sich jeder im Ganzen angenommen, ne? Und kann sich da einfach besser rein entspannen. Genau, es wird so viel verlangt von uns. Wir müssen immer so viel leisten und jetzt müssen wir da jetzt dann in der Meditation auch noch was leisten, nämlich nicht Ja. denken und ruhig sein und klar sein und bla bla bla. Ja. Es ist einfach nicht so. Wir sind alle Menschen und diese Ruhe und diese Gelassenheit wird sich mit der Zeit, mit der Praxis einstellen. Ja, aber es bringt nichts, wenn ich die jetzt versuche zu erzeugen in dem Sinn, sondern einfach durch die Beobachtung und durch die Wahrnehmung und einfach durch dieses immer wieder, dieses Üben von diesem Loslassen. Ja. Und das ist genau das, was auch den Klienten manchmal in der Klangmassage passiert. Die sagen dann einfach, jetzt habe ich mich gar nicht entspannt. Hey, Ja. der Körper Und holt sich selber, das, was ne, er gibt man sich braucht. noch eins drauf, Ganz so. genau. Ja. Weil wir so in dieser Leistungsschiene und in dieser Leistungsgesellschaft irgendwie so drinnen sind. Wir müssen immer alles leisten, wir müssen immer alle leisten, alles. Ja. Ja. Und das ist für mich diese achtsame Wahrnehmung oder die Achtsamkeit sag jetzt einmal, in dieser Form praktiziert, ist für mich ein absoluter Game Changer. Also ich zäume das Pferd von hinten auf und kann aus diesem Strudel aussteigen und aus diesem Autopilot einfach aussteigen. Ja. Ja, es ist einfach, also ich finde, Entspannung ist ein Teil von Achtsamkeit und Achtsamkeit Genau. ist einfach umfassender, ne? Ganz genau. Ja. Die Entspannung ist wichtig. Eben, Ja. dass ich mal aus diesem Gedankenradl einfach mal rauskomme, dass ich einfach lerne wahrzunehmen und einfach mal spüre von dem, was ist denn jetzt gerade. Und das kann ich gut in der Entspannung machen. So, jetzt muss ich hier gerade noch mal den Link kopieren. Moment. Ich weiß nicht, Peter, ob du noch Fragen gesehen hast. Ich habe jetzt den Chat jetzt, wie wir geredet haben, jetzt nicht offen gehabt, leider. Ja, ich gucke jetzt gerade noch mal Ja. durch. Vielen, sehr viele weise Worte heute Abend. Ganz herzlichen Dank. Es macht Mut, Schritt für Schritt Neues zu lernen. Schön, Ja, schöne Rückmeldung. danke, Annemarie. Schauen wir vielleicht noch, ob es dann noch. Ja. Genau. Da, warte mal, da gibt es noch eine Frage. Warte mal. Ah ja, okay. Vom Andreas, wo kann ich mich anmelden für den Genau, ich habe Online-Kurs? den, Genau. ja, ich habe den Link jetzt gerade noch mal für alle geteilt. Das, Genau. genau. Wunderbar. Gut, falls jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, Peter, dann Angela hat dann noch geschrieben, ah gibt es ja. eine CD von dir mit Meditation? Noch nicht. Es gibt ein paar wenige Meditationen auf meiner Webseite auf petergabis.com. Wird laufend erweitert. Ich bin gerade dabei, da so einfach ein paar Meditationen auch aufzunehmen. Wird noch ein bisschen dauern, aber wird mit Sicherheit bald auch mehr da von mir zu hören geben. Aber vielleicht magst du trotzdem noch mal kurz was sagen. Du hast ja einige CDs Ja, ich habe einige veröffentlicht, CDs. Ich auch habe eine CDs. wunderschöne mit Klang. Also stell Genau. dich ruhig gerne kurz vor, wenn du möchtest. Ja, ich habe eine CD aufgenommen mit Klangschalen. Die ist schon der Peter in Auftrag gegeben, die Advanica. Und ich habe eine CD mit Gongs und Klangschalen aufgenommen. Pravaha, die sind beide im Peter Hess Verlag. Genau. Und ich habe eine schöne CD Rhythms of Silence, wo ich einfach viel mit verschiedenen Percussion-Instrumenten, Gongs, Klangschalen, Obertongesang, die ist eher ein bisschen rhythmischer und aber auch sehr ruhig und sehr schön. Ja, es gibt viele CDs von mir. In Ja, weil meiner. wirklich, also ich finde, damit kann man sich selbst aber auch Klangräume schenken, auch wenn da Ganz jetzt genau. nicht eine gesprochene Meditation dabei ist. Ganz Trotzdem, genau, ja. ne, es ist einfach, sind es wunderschöne Klänge. Genau. Ja. Ja, und Buch gibt's keins von mir. Es gibt eine Publikation in einem Buch ich glaube, von einem Fachkongress 2008 über Rhythmus. Ja. Aber ja, bin nicht so der Wissenschaftler. Aber wenn wir schauen, bin gerade dabei bei meiner Masterarbeit und vielleicht wird dieses Buch einfach erscheinen. Mal schauen. Worüber schreibst du deine Masterarbeit, in welchem Zusammenhang? Ich habe ein 12 Wochen Achtsamkeitsprogramm für Musiker, speziell für Musiker entwickelt, das ich auf der Privatuniversität, auf der ich in Wien unterrichte, sozusagen praktiziere. Und es wird einfach wissenschaftlich evaluiert mit Herzfrequenzvariabilität und bla bla bla. Einfach so wirklich speziell für Musiker, weil
immer wieder die Erfahrung habe, ganz, ganz viele Musiker haben einen unglaublichen Leistungsdruck. Das Business ist hart und machen sich einfach sehr, sehr viel Stress. Und weiß ich aus eigener Erfahrung, ich bin ja selber Berufsmusiker und war lange einfach in diesem Stressrad einfach auch drinnen. Und ja, da habe ich eben, wie gesagt, so ein Achtsamkeitsprogramm entwickelt und das wird dann ab Herbst sozusagen durchgeführt und evaluiert. Und da wird meine Masterarbeit drüber. Spannend. Ja. Also, ihr habt etliche weiterführende Infos bekommen von Peter. Zum einen die CDs, dann das Online-Seminar Mitte Mai, dann hast du Peter noch im August ein Seminar in Schwering, dann eben das Konzert, Klangschein-Konzert und Klangräumen. Nächstes Jahr beim Kongress Anfang März wirst du ja auch mit einem Konzert dabei sein, so wir uns live in Gersfeld treffen können, was wir jetzt mal alle schwer hoffen. Wer weiß. Einfach mal als Ausblick, als genau. Und wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann möchte ich mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den heutigen Abend. Und ja, wünsche euch allen und dir einfach eine gute Zeit. Vielleicht seid ihr nächste Woche wieder mit dabei. Da wird die Beate van Dülm den Klangabend zum Thema Klangpädagogik leiten. Das wird bestimmt auch interessant. Beate ist ja im Kindergarten tätig, ist sehr lebendig. Und das wird bestimmt auch ein ganz, ganz toller Klangabend. Vielleicht möchtet ihr ja gerne dabei sein. Genau, mit Beate habe ich auch mal ein Projekt gehabt, da gibt es ein Buch, Klingen, Spüren, Schwingen. Stimmt. Und da habe ich auch eine CD aufgenommen. Ja, stimmt, genau. Siehst du, dann bist du nächste Woche auf jeden Fall bestimmt schon mal dabei, weil wir da bestimmt auch das kurz vorstellen werden. Na, schön. Peter, ich verabschiede mich jetzt einfach von dir. Ja, vielen Dank, Katrin, für die Einladung und auch vielen Dank, dass ihr das macht, dass ihr jetzt so aktiv seid für die Community. Ich finde das einfach super lässig, mit welcher Energie und welcher Freude ihr einfach da dahinter seid. Und das merkt man einfach. Vielen Dank. Und dass man so diese Welle auch vom Kongress, dass wir das einfach so mitnehmen und da einfach gemeinsam Zeit verbringen können. Und danke euch allen fürs Hiersein und fürs achtsam mitpraktizieren. Das ist meine größte Wertschätzung. Danke dir. Dankeschön.